Hallo zusammen, mein Name ist Julia und ich arbeite im Consulting Marketing bei der TTS. Und ich mache heute mal ein etwas anderes Morning Smarting Video, nämlich eins draußen. Warum mache ich das ganz bewusst draußen? Wir hören in letzter Zeit ziemlich viele Tipps und Tricks, wie wir im Homeoffice arbeiten sollten, wie wir zu Hause Sport machen können, wie wir zu Hause unsere Kinder beschäftigen und. Und ich finde das auch alles wahnsinnig wichtig. Ich befolge selbst einige der Tipps akribisch oder versuche es zumindest. Aber ich finde, da geht ein bisschen bei verloren, dass wir das totale Glück haben, dass wir noch rausgehen dürfen. Wir dürfen joggen gehen, spazieren gehen, Fahrrad fahren und wir dürfen all diese Dinge noch tun, wenn wir ein paar Regeln einhalten, wie 2 Meter Abstand zueinander zu halten, nur mit den Menschen rauszugehen, mit denen wir ohnehin zusammenleben und. Und warum ist es momentan besonders wichtig, dass wir rausgehen? Soziale Isolation, Bewegungsmangel, immer in den gleichen 4 Wänden. Das ist der klassische Nährboden für schlechte Laune, psychische Krankheiten, auch Auswirkungen auf den Körper natürlich, wie Rückenschmerzen und so weiter und so fort. Und all dem kann man entgegenwirken, wenn man einfach einmal mehr an die frische Luft geht. Und ich versuche das zum Beispiel so zu machen, dass ich im Homeoffice in der Mittagspause einfach mal eine halbe Stunde, Stunde spazieren gehe. Dass, wenn ich abends einkaufen gehe, nicht in den nächsten Supermarkt laufe, sondern vielleicht in den übernächsten oder überübernächsten. Und so kommt man dann eben über den Tag verteilt doch mal 1-2 Mal raus an die frische Luft. Und das Wetter ist im Moment so schön, da kann man nur gute Laune kriegen. Und das wollte ich heute einfach mal mit euch teilen und euch dazu zu inspirieren, rauszugehen, spazieren zu gehen, Fahrrad fahren, wo auch immer ihr dran Spaß habt. Also ja, geht raus, habt Spaß an der frischen Luft, genießt den Frühling. Er kommt, mit Corona oder ohne. Und haltet die Ohren steif, bleibt gesund.